Und wir bleiben noch in den Vereinigten Staaten, gegen den Sohn von US-Präsident Biden ist nämlich wegen mehrerer Steuerdelikte eine weitere Anklage erhoben worden. Dem 53-jährigen Hunter Biden wird laut dem US-Justizministerium zur Last gelegt, er habe vorsätzlich seine Steuern zwischen 2016 und 2019 nicht rechtzeitig bezahlt und mindestens 1,4 Millionen US-Dollar zurückgehalten. Hunter Biden habe Millionen für einen extravaganten Lebensstil ausgegeben, anstatt seine Steuerrechnungen zu begleichen. Im Falle einer Verurteilung drohe dem Präsidentensohn eine Höchststrafe von 17 Jahren Gefängnis. Im September war er bereits wegen eines Verstoßes gegen waffenrechtliche Vorgaben angeklagt worden. Und diese Nachricht kommt natürlich für den US-Präsidenten zu Beginn des Wahlkampfes in den USA äußerst ungelegen.